Hey ho, heute gibt's bloß ein klitzekleines Mini-Video. Und zwar, ich habe sie schon auf dem Grill, diese Yakitori-Spieße in Sojasauce. Da habe ich euch ja mal versprochen, dass ich die auch noch ausprobieren werde. Habe ich auch von meinem Steakshop bezogen. Ja, und das mache ich heute ganz einfach. Und ja, jetzt ist mir gerade noch eingefallen, ich habe das ja damals versprochen und gehen wir schnell raus zum Grill, da liegen sie nämlich schon drauf. Oh Leute, ich sag's euch, ein Duft verbreitet sich hier schon. Ja, sogar der Grill hat die 250 Grad Marke schon geknackt. Juhu! Ja Leute, ich würde sagen, da kann ich schon mal zwei Brenner ausmachen. Die sind soweit eigentlich schon fertig. Wir warten eigentlich nur noch auf die Pommes. Und dann können wir reingehen zum Essen. Oh, geil. Obwohl, wenn ich mir jetzt die Finger verbrenne, dann kann ich gleich mal Probierle machen. Und dann sind wir mit dem Video eigentlich schon wieder durch. Tja, wie lange sind die jetzt auf dem Grill gelegen? Viertelstunde, 20 Minuten, wenn überhaupt. Aber heiß ist es noch. Naja, hilft nichts. Verbrennen wir uns wieder mal die Gosch. Also die in Sojasauce, leicht süßlich, absolut gar nicht scharf. Und wirklich hervorragend lecker. Gut. Jetzt warte ich eben, wie gesagt, nur noch auf die Pommes. Dann kann ich die Dinger reinholen und dann können wir essen. Ja, das war's schon mit diesem Mini-Video. Was als nächstes kommt, hatte ich ja, glaube ich, schon gezeigt. Das war, glaube ich, ein Topfgericht. Habe ich das schon gezeigt? Ach, keine Ahnung. Wie gesagt, nur ein kleines Zwischenvideo. Und wenn ich ein bisschen kaputt aussehe heute, ich war schon wieder hinten beim Schrauben. Okay Leute, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao. So Freunde, da haben wir die kleine feine Übersicht. Ich habe hier jetzt 6 Hähnchenbrüste.